Hallo, liebe Freundinnen und Freunde der Mathematik und solche, die ihr es noch werden wollt. Heute beschäftigen wir uns wieder mit den Ableitungsfunktionen und diesmal im Speziellen mit der Kettenregel. Also die Kettenregel sehen wir hier, es geht darum, zwei miteinander verkettete Funktionen abzuleiten. Verkettete Funktionen wären, wie wir hier sehen, zum Beispiel, hier haben wir die Funktion f, 3x² minus die Funktion f des x Quadrat und die Funktion g 3x² minus 4x. Hier sind zwei Funktionen miteinander verschachtelt. Genauso wie hier, hier haben wir innen eine Funktion, z² minus z, und außen die Wurzelfunktion dazu. Oder hier haben wir die Exponentialfunktion und oben noch die Funktion 7x. Also wir sehen, wenn mehrere Funktionen miteinander verknüpft sind und diesmal aber durch irgendwie Hoch- oder Wurzel, dann brauchen wir die Kettenregel. Also die Kettenregel funktioniert immer folgendermaßen, merkt euch das am besten so: zuerst die äußere Ableitung und dann mal die innere Ableitung. Probieren wir gleich ein Beispiel. Und zwar hier diese Funktion y ist 3x² minus 4x zum Quadrat. Äußere Ableitung. Außen steht hier praktisch der Zweier, das heißt Zweier vorziehen. Das, was innen steht, einfach abschreiben. Und jetzt eines weniger machen, weil so haben wir ja gelernt. Wir haben gelernt, die Funktion y ist x hoch n wird abgeleitet, indem wir das n vorziehen und x hoch n minus 1. Unser x ist jetzt diese ganze Klammer. Also wir ziehen den Zweier vor, machen oben eines weniger, 1 brauchen wir nicht hinschreiben, mal, und jetzt kommt die innere Ableitung. Jetzt leiten wir dieses 3x² minus 4x ab. Also 6x minus 4. Und das alles auch in Klammern. Ganz wichtig sind hier die Klammern. Und jetzt können wir das alles noch ausmultiplizieren. Wir multiplizieren hier den Zweier hinein. Dann heißt es 6x² minus 8x mal 6x minus 4. Und wir erhalten, rechnen wir vielleicht vorher noch einmal da weiter, 36x hoch 3 minus 24x² minus 48x² plus 32, und wir erhalten dann im Endeffekt 36x hoch 3 minus 72x² plus 32 natürlich x. Hier hätten wir nicht unbedingt die Kettenregel gebraucht, wenn wir von vornherein diese Funktion ausquadrieren. Wir nehmen die binomische Formel und erhalten, schreiben wir hier oder, also und erhalten 9x hoch 4 minus 3 mal 4 ist 12, mal 2 ist 24x hoch 3 plus 16x². Jetzt haben wir das ausquadriert und können gleich die Ableitung machen ohne Kettenregel. Dann haben wir 36x hoch 3 minus 72x² plus 2 mal 16 ist 32x, und wir haben das gleiche Ergebnis erhalten. Also hier können wir uns wirklich noch aussuchen, ob wir die Kettenregel nehmen wollen oder nicht. Bei diesem Beispiel mit der Wurzel geht das auf keinen Fall mehr. Wir müssen die Wurzel anders anschreiben. Wir wissen aus der Potenzregelrechnung, die Wurzel steht für hoch 1/2, und jetzt können wir wieder diese Kettenregel hernehmen. Für die Ableitung ein halbes vorziehen, die Klammer abschreiben, hoch eines weniger, ein halbes minus ein ganzes gibt minus ein halbes, mal, und jetzt die innere Ableitung. Das war die äußere Ableitung und jetzt die innere Ableitung.
Die innere Ableitung wäre dann 2z minus 1. Und ich habe dann, wenn ich das jetzt schöner schreibe, y', also auf dem Bruchstrich steht 2z minus 1. Nach den Regeln des Rechnens mit Potenzen habe ich hier 2 unterhalb, also minus heißt, dass es unter, die, unter dem Bruchstrich geht, die Wurzel aus z² minus z. So schaut das Ergebnis dann schön aus. Ja, und machen wir jetzt noch ein letztes Beispiel. Unsere Lieblingsfunktion, werdet ihr sehen, beim Ableiten ist die Exponentialfunktion. Wir haben hier außen die Exponentialfunktion. Die Exponentialfunktion bleibt gleich, e hoch 7x. Aber dieses 7x haben wir noch nicht abgeleitet, deswegen noch mal 7. Also das ist die äußere Ableitung mal die innere Ableitung. Und wir können das Ganze dann etwas schöner anschreiben als, also das ist die Ableitungsfunktion, 7 mal e hoch 7x. Und wir sind schon fertig. Genauso könnt ihr das natürlich alles auch mit eurem Taschenrechner versuchen. In unserem Casio Classpad gebt ihr das wieder ein, also in Keyboard Mat2D durch D von x und jetzt in dieser Klammer das 3x² minus 4x und noch einmal eine Klammer zum Quadrat. Dann erhaltet ihr die gleichen Ableitungsfunktionen. Das könnt ihr bei allen Funktionen probieren. Ja, so viel zum Thema Ableitungsfunktion, Kettenregel. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen und eure Begeisterung für die Ableitungsfunktionen im Speziellen für die Kettenregel wecken. Ich würde mich freuen, wenn ich euch auch noch mit anderen mathematischen Videos zur Seite stehen könnte. Das nächste wäre zum Thema höhere Ableitungen. Ciao und auf Wiedersehen. Bis nächstes Mal, eure Mathe-Trainerin.